Hier ist Dr. Karim von der Tierarzt, dem YouTube-Kanal für evidenzbasierte Tiermedizin. Dieses Video hier nimmt an der Superfast Challenge von Fast Forward Science teil. Und das Thema dieses Jahr sind Heroes. Und für mich sind Heroes diejenigen, die nicht vor Herausforderungen zurückschrecken. Wie Captain America gehen sie mutig voran und schrecken halt nicht zurück. Und das sind für mich eindeutig Katzen. Moment, Katzen sind doch eigensinnig und pennen den ganzen Tag. Wie passt das denn zusammen? Und da kommt die Wissenschaft ins Spiel, denn Wissenschaft bedeutet kritische Fragen stellen und hinter die Kulissen schauen. Zum Glück gibt es kluge Wissenschaftler wie diese hier, die sich unsere Haustiger mal ganz genau angeschaut haben. Dank dieser Forschung wissen wir, dass unsere Vorurteile über Katzen ziemlicher Quatsch sind. Katzen sind nämlich nicht arrogant, sie kommunizieren nur anders als wir. Untereinander miauen Katzen nämlich gar nicht, sondern verständigen sich nonverbal, zum Beispiel über Blinzeln. Das ist super höflich. Probiert das mal aus, was passiert, wenn ihr eure Katze anblinzelt. Aber warum ist das Wort Miau denn dann so synonym für Katzen geworden? Naja, das Miauen machen die Katzen nur für uns. Denn wir Menschen sind nun mal nicht feinfühlig genug, um nur über Mimik zu kommunizieren. Und die Katzen haben im Zusammenleben mit uns festgestellt, dass wir auf Sprache reagieren und sind nicht zurückgeschreckt, sondern hero-like nach vorne gegangen und haben sich angepasst. Noch ein Beispiel. Katzen sind ja eigentlich Einzelgänger. Sie haben sich aber in Großstädten dennoch an das Leben mit vielen Katzen auf engem Raum angepasst. Sie teilen sich beispielsweise ihre Reviere. So ist dann die eine Katze tagsüber zuständig und die andere nachts. Das wissen wir dank sehr cooler Forschung, die das genau beobachtet hat. So, und ich hoffe, dass diese Infos jetzt helfen, dass ihr sowohl eure Katzen als auch die Forschung dahinter noch mehr wertschätzen könnt. Wie passen sich denn eure Haustiere an euch an? Schreibt mir das doch hier in das Kommentarfeld und die Antworten stelle ich dann im nächsten Monatsrückblick-Video bei der Tierarzt.